einen Hollywood-Blockbuster-Kino-Trailer drehen im Stil von 1917 und das nur mit dem Smartphone? Ich hab's probiert, das Ergebnis seht ihr jetzt. Auf geht's! Kinostreifen 1917 räumt einen Preis nach dem anderen ab und das völlig zu Recht. Ich muss sagen, ich war sehr begeistert von dem Film, jetzt weniger wegen der Story, aber vielmehr wegen der einzigartigen Kameraführung und genialen Bildgestaltung von Kamerameister Roger Deakins. Nur damit wir uns nicht falsch verstehen, wir werden natürlich nicht den Look von 1917 eins zu eins kopieren können. Alleine schon, das ist ein millionenschwerer, bombastischer Hollywood-Blockbuster mit Wahnsinns-Special-Effects und 1000 Mann an Komparsen, die da durch die Gegend rennen. Ich filme hier nur mit einem kleinen Team, mit 2, 3 Leuten, hab halt nur mein Smartphone dabei und wir filmen völlig ohne Budget. Beziehungsweise das Budget hält sich auf jeden Fall im Rahmen. Es geht mir vielmehr um den Look. Dieser cinematische Look, auch die Silhouetten, die immer mal wieder zu sehen sind, dann habe ich mich ein bisschen mit befasst. Vor allem, wie sieht es aus bei Lowlight? Dann gab es so ein paar coole Nachtszenen noch. Und all das haben wir versucht, so ein bisschen nachzustellen. Darum geht es in diesem Trailer. Als erstes müssen natürlich entsprechende Requisiten her, weil die Schauspieler müssen ein bisschen ausgerüstet werden. Das Ganze soll natürlich so ein bisschen so einen Weltkriegstouch bekommen. Wir brauchen also entsprechende Ausrüstung, wir brauchen Helme, wir brauchen Replika-Waffen und natürlich entsprechende Rucksäcke und sonstiges Zubehör. Auf eBay konnten wir das meiste Equipment relativ günstig zusammen ersteigern oder auch per Sofortkauf erwerben. Ich glaube, wir haben so insgesamt so 350 Euro für die ganzen Requisiten ausgegeben, inklusive der Waffen. Und als die dann angekommen sind bei uns im Studio, mussten diese natürlich erstmal nachbearbeitet werden. Wir wollten natürlich auch so ein bisschen den realistischen Look haben, dass die ganzen Requisiten auch entsprechend benutzt aussehen. Also nicht einfach direkt bei eBay bestellt und angezogen. Deswegen mussten wir natürlich so ein bisschen die Ausrüstung und auch die Waffen ein bisschen nachbearbeiten. Dass es alles so ein bisschen verwaschen und schlammig und einfach dreckig aussieht. Als erstes haben wir die Bunkerszene gedreht. Die haben wir hier bei uns im Studio gedreht. Wir haben einfach eine mobile Rückwand dazu als Hintergrund eingesetzt. Das ist die Rückseite dieser Wand. Diese ist ja so ein bisschen gräulich und die andere Seite ist entsprechend schwarz. Und das haben wir so mal als Bunkerrückwand genommen, haben diese Wand einfach hier ins Filmstudio reingestellt und unsere Requisiten da so ein bisschen drumherum aufgebaut. Wichtig in dieser Szene ist ja, das ist ein Lowlight-Szenario. Das heißt, wir filmen mit relativ wenig Licht, müssen das Licht aber gezielt einsetzen, da der Sensor eines Smartphones natürlich sehr lichtschwach ist. Dementsprechend ist es natürlich wichtig, dass wir ganz gezielt die Lichtpunkte setzen. Bevor wir dieses tun, müssen wir jetzt aber erstmal auf dem Smartphone eine App installieren, mit der wir jetzt filmen wollen. Und zwar, das ist die App Filmic Pro, mit der ich eigentlich alle meine Filmprojekte filme. Um einen möglichst cinematischen Look mit diesen verwaschenen Bewegungen zu erhalten, die man so aus dem Kino kennt, stelle ich mein Smartphone so ein, dass wir mit 25 Bildern die Sekunde filmen und mit einer Belichtungszeit von 1/50. Man sagt ja immer, die Belichtungszeit ist das Doppelte der Bildrate. Also filme ich mit 25 Bildern die Sekunde, ist die Belichtungszeit 1/50. Wenn ich mit 50 Bildern die Sekunde filme, ist es 1/100. Das ist die sogenannte 180-Grad-Regel, die besagt, dass alle Einzelbilder eurer Shots nicht scharf sind, sondern so eine gewisse Bewegungsunschärfe haben und damit diesen sogenannten Kino-Look erhalten. Ein kleiner Tipp, wenn nicht viel Bewegung im Bild herrscht, könnt ihr bei einer Situation mit wenig Licht auch die Bildrate gleich die Belichtungszeit setzen. Somit kommt mehr Licht auf den Sensor und das Bild wird insgesamt etwas heller. Da ich aber nicht mit Slow Motion hier filme, ist in diesem Falle die Bildrate bei mir 25 Bildern die Sekunde und dementsprechend auch die Belichtungszeit dann 1/50. Natürlich filme ich wieder in 4K und meine Einstellung ist Filmic Extreme, um eine möglichst hohe Datenrate zu gewährleisten und möglichst viele Bildinformationen zu sammeln. Wichtig ist, dass ihr den ISO-Wert deutlich auf einen Wert unter 100 einstellt, um ein unschönes Bildkrieseln zu vermeiden. Während ich die Lichtquellen im Raum so ein bisschen platziere, kontrolliere ich das Ganze immer wieder auf dem Smartphone-Display, um das Ergebnis live zu betrachten. Unter anderem arbeite ich hier mit mobilen Akku-LED-Lichtern, deren Kelvin-Wert ich einstellen kann. So kann ich so ein bisschen so diesen Effekt einer brennenden Kerze, so dieses warme, gelbliche Licht erzeugen.
Die Lichtstimmung runde ich dann noch so ein bisschen ab, indem ich im Raum noch so ein paar Practical Lights in Form von Sturmlichtern platziere. Licht ist alles bei der Filmerei, besonders wenn es in einem Lowlight-Szenario eingesetzt wird. Hier seht ihr mal einen Vergleich von einem schlecht ausgeleuchteten Set und das Ganze jetzt perfekt ausgeleuchtet. Was ein Unterschied. Ich habe nur die Lampen versetzt. Ich habe nichts anderes gemacht. Die Einstellungen des Smartphones sind exakt dieselben. Krass, oder? Ich filme heute nicht mit der internen Telelinse des iPhones, sondern verwende die Wollfilms Telelens. Das hat den Vorteil, dass dadurch das ganze Bild noch cinematischer wirkt, weil der Bokeh-Effekt noch verstärkt wird. Ich habe also mehr Bokeh, wenn ich die Telelinse vor die normale Linse des Smartphones schraube, als wenn ich die Smartphone-interne Telelinse nutze. Damit ist für meine Bunkerszene alles vorbereitet. Wir können starten. Die erste Klappe fällt und Action. Unser Bataillon ist in einen Hinterhalt marschiert. Von allen Seiten Feindesfronten. Das war auch schon ziemlich nah am Original, oder? Die nächste Szene findet statt an einem Reiterhof. Das heißt, hier finden einige Szenen statt. Aber erstmal ein paar Außen, so ein paar Schleichszenen und so ein paar stimmungsvolle Szenen. Erstmalig kommt heute hier auch mein Smartphone-Taschensystem von Cozy Speed zum Einsatz. Dieses Taschensystem bietet eigentlich alles, was das Herz eines Smartphone-Filmers begehrt. An dieser Tasche habe ich entsprechende Fächer für meine Wollfilms-Wechselobjektive sowie das Smartphone selbst. Ich habe eine Tasche für eine Powerbank, wo ich während meiner Pausen das Smartphone direkt kontaktlos wieder laden kann. Und in diversen Staufächern habe ich Platz für diverse Utensilien, was man alles so am Set braucht. Das ganze Taschensystem ist modular aufgebaut und kann man auch in Einzelteilen erwerben und sich dann so zusammenstellen, wie man es selber optimalerweise braucht. Mein Karabinerhaken, den ich am Gimbal befestigt habe, kann ich ganz einfach an den Gürtel des Taschensystems einklippen und habe somit auch zwischendurch in den Drehpausen beide Hände frei. Sehr praktisch, kann ich nur empfehlen. Und jetzt bedienen wir uns eines Special Effects, den wir nicht nachträglich reinmontiert haben ins Bild, sondern den wir quasi so live gefilmt haben. Und zwar mit sogenannten Mehlexplosionen und Mehlbomben. Klingt total simpel, ist aber sehr effektvoll. Wir haben einen Trichter genommen, den haben wir so ein bisschen an einen Türrahmen befestigt, daran einen kleinen Schlauch befestigt. Diesen Trichter haben wir mit Mehl aufgefüllt und in dem Moment, wenn der Protagonist vorbeirennt, in diesem Fall unser Anthony, hat ein anderer Kollege ins Röhrchen gepustet. Und das sieht dann so aus, als wenn der Querschläger gerade so fast Anthony getroffen hätte und an die Wand eingeschlagen ist. Wenn man noch einen coolen Soundeffekt eines Gewehrschusses dazu packt, dann kommt das schon sehr realistisch. 3, 2, 1, jetzt! Jetzt wird es etwas spannend. Wir kommen zur Abendszene und da simulieren wir die Leuchtraketen, die über das Schlachtfeld abgeschossen werden, mit Seenotrettungsfackeln, die mit einem hellen Magnesiumlicht abbrennen. Um diese Fackeln über das Schlachtfeld zu ziehen, müssen wir hoch hinaus. Und dazu haben wir uns das einfallen lassen. In 1917 sorgen die harten, über das Schlachtfeld wandernden Schatten für eine surreale, mystische Atmosphäre. Werden wir es schaffen, diesen Effekt nachzustellen mit einem Smartphone und einem lichtschwachen Sensor?
Dynamic Range ist immer ein großes Thema beim Filmemachen und gerade wenn man mit einem Smartphone filmt, weil ein Smartphone hat einfach nicht die Dynamic Range, die eine professionelle Kinokamera hat. Was ist Dynamic Range? Das ist so der Unterschied, wenn man zum Beispiel von einem dunklen Raum in einen hellen Bereich filmt, dann ist entweder der helle Bereich total überbelichtet oder der dunkle Raum ist zu dunkel. Das ist natürlich beim Smartphone wesentlich krasser, als wenn ich mit einer Kinokamera filme, wie zum Beispiel hier mit unserer RED-Kamera. Zum Vergleich habe ich mal eine Aufnahme gemacht mit der RED. Man sieht, wenn ich mit der RED filme, habe ich im dunklen Bereich wesentlich mehr Details erkennbar und gleichzeitig auch im hellen Bereich was. Wenn ich dagegen jetzt mit einem Smartphone filme, ist, wie gesagt, der dunkle Bereich entweder zu dunkel oder der helle Bereich zu hell. Filmt man mit der App Filmic Pro, gibt es hier einen In-App-Kauf, wo man die Dynamikstufen seines Smartphones vergrößern kann. Und zwar um ganze 2,5 bis 3 Stufen. Das ist schon ordentlich. Das heißt, dementsprechend filmt man mit einem sogenannten flachen Bildprofil. Das sieht im ersten Moment alles so ein bisschen grauer aus, ein bisschen farbloser, hat aber den Vorteil, wenn ich später die Aufnahmen im sogenannten Color Grading bearbeite, kann ich wesentlich mehr rausholen, weil die Dynamikstufen einfach viel intensiver und viel größer sind, als wenn ich nur mit dem normalen Bildformat des Smartphones filme. In dieser Szene geht es darum, eine verlassene Scheune zu untersuchen. Tobi rennt draußen so ein bisschen durch die Gegend und sichert die Gegend, während Anthony in der Scheune unterwegs ist. Tobi steht im grellen Sonnenlicht, Anthony natürlich im schattierten Raum. Man kann das Ganze auch für seine Vorteile nutzen, dass ein Smartphone wesentlich weniger Dynamikstufen hat. Weil man kann ja einfach mit Silhouetten arbeiten, indem man den Innenraum absichtlich etwas dunkler macht und somit so ein bisschen so einen dramatischen Effekt dann verwirklicht. Das heißt, außen ist der Darsteller optimal beleuchtet und innen drin ist der Darsteller nur noch als Silhouette im Schatten erkennbar. Das sieht doch cool aus, oder? Damit der fertige Film nachher diesen cinematischen Look bekommt und die ganzen Bewegungen nicht so richtig einzeln scharf sind, sondern so ein bisschen verwaschen sind, man kennt das ja aus dem Kino, dieser sogenannte Kino-Look, muss man sehen, dass die Belichtungszeit nicht zu kurz gewählt wird, weil dann sind alle Bewegungen sehr hackelig. Besonders bei Schwenks. Und deswegen arbeiten wir bei hellem Sonnenlicht mit einem sogenannten ND-Filter. Da gibt es auch ein eigenes Tutorial von mir dazu, wenn ihr euch fürs Filmen mit einem ND-Filter interessiert, solltet ihr euch das mal anschauen. In diesem Falle nutzen wir es jetzt einfach mal dazu, um die Belichtungszeit so ein bisschen anzuheben, dass Tobi, wenn er im Sonnenlicht ist, nicht gnadenlos überbelichtet ist. Ja, und dementsprechend bekommen wir dann wieder so diese flüssigen Bewegungen hin, die wir für unseren Kinolook haben wollen. Den ND-Filter kann ich ganz einfach mit einem Filteradapter auf das Wollfilmsobjektiv draufschrauben und bzw. draufstecken und ja, schon bin ich einsatzbereit. Auf geht's. Ich filme heute mit einem variablen ND-Filter, hat den Vorteil, wenn sich die Lichtverhältnisse spontan ändern, brauche ich nicht jedes Mal nach einem anderen passenden Filter zu kramen. Ich kann einfach hier durch Drehen der Ringe so ganz leicht die Intensität des Filters wieder verstellen. Ein variabler ND-Filter ist ja nichts anderes als zwei Polfilter, die voreinander gesteckt sind und die kann ich dann gegeneinander verdrehen und damit kann ich die Lichtmenge regulieren, die durch diesen Filter fällt. Also quasi eine variable Sonnenbrille fürs Smartphone. Am nächsten Drehtag ging es auf den Dachboden der Scheune und der entpuppte sich für Filmemacher als wahre Fundgrube. Hier mussten wir unbedingt ein paar Szenen drehen. Besonders effektvoll nutzen konnten wir den Lichteinfall durch die Dachfenster und die Holzsparren. Hier konnten wir ein paar coole Szenen drehen. Wir waren sicherlich nicht zum letzten Mal hier oben. Es wird Zeit für die Endszene. Unser Hauptdarsteller, der Anthony, schleppt sich mit letzter Kraft zu einem freistehenden Baum. Die Szene kam im Kino richtig beeindruckend. So, alle Szenen sind im Kasten, der Schnitt ist getan und hier ist er. Mein kleiner Trailer zu einem fiktiven Weltkriegsszenario-Thriller. Schaut's euch an und ich bin gespannt, was ihr davon haltet. Los geht's. Miller, schnapp dir deinen Bruder. Es gibt Befehle. Unser Bataillon ist in einen Hinterhalt marschiert. Von allen Seiten Feindesfronten. Wenn morgen der Angriff erfolgen sollte, dann wird das ein Massaker. Deshalb haben Sie und Ihr Bruder den Befehl, das nachrückende 2. und 3. Bataillon zu warnen. Haben Sie das verstanden? Ja, bleib einfach dicht hinter mir. Ein Fehler, sind wir alle tot.
Feigling scheut den Kampf. Es ist erst zu Ende, wenn es zu Ende ist. Salate! Ich kann nicht mehr. Wir müssen weiter. Ich lass dich nicht allein. Sie haben 12 Stunden Zeit, ansonsten sterben weitere 1600 Mann. Viel Glück. Ich bin jetzt gespannt auf eure Kommentare und euer Feedback. Vielleicht habt ihr die Stimmen im Trailer erkannt. Ich hatte Unterstützung von YouTuber Stefan Wiesner und Andy Gravo, die mir freundlicherweise die Synchronsprecher gemacht haben. Granate! Ach ja, und dann hatten wir noch prominente Unterstützung für unseren kleinen Filmdreh. Unser Mann in Hollywood, Gladiator Ralf Müller, war zu Gast. Du guckst aber so ein bisschen stark geradeaus in diese Richtung da, ne? Warte. Natürlich müssen wir auch wieder die Kamera entsprechend einstellen, weil wir filmen wieder mal bei Lowlight. Und die Einstellung nehme ich jetzt ein bisschen vor. Ich setze wieder das Licht so ein bisschen und dann hat Ralf seinen Auftritt für den Trailer. Ja. Es ist erst zu Ende, wenn es zu Ende ist. Super, den fand ich richtig gut. Der war auch nicht zu lang, dann du hast direkt die Zigarre genug. Ein bisschen schneller. Ja, weil wegen Trailer und so. Fand ich super. Also, machen wir mal. So ein Trailer lebt natürlich vor allem auch von der Filmmusik und den Soundeffekten. Das ist ganz wesentlich. Und meistens ist es so, wenn ich so einen Trailer oder generell einen Film drehe, dann habe ich die Filmmusik schon vorher im Kopf. Das heißt, ich habe mir schon genau Gedanken gemacht, so wie lang wird das Ganze so ungefähr, wo sind die dramatischen Höhepunkte und also die Musik läuft quasi während des Filmdrehs immer schon so ein bisschen im Kopf bei mir ab, dass ich dann schon weiß, das ist die Szene und die endet jetzt da und während ich quasi filme, läuft die Filmmusik bei mir schon im Kopf ab. Das heißt, mein Workflow ist so, ich besorge mir erst die Filmmusik und drehe dann die Bilder dazu und setze sie natürlich auch entsprechend dann beim Schnitt zusammen. Ein Großteil der Filmmusik findet ihr auf der Plattform Artlist. Da habe ich so das meiste an Musik mir hergeholt für diesen Film und auch für etliche andere meiner Videos. Und das habe ich mal zum Anlass genommen. Wir haben mit den Jungs von Artlist gesprochen und wir haben mit denen eine Kooperation gemacht. Werbung. Bei Artlist könnt ihr gegen eine monatliche Gebühr entsprechende Filmmusik, die ihr braucht, einfach laden. Ist eigentlich eine relativ günstige, faire Geschichte. Und mit dem Link, den ihr bei mir unten in der Beschreibung findet, habt ihr die ersten 2 Monate kostenlos bei Artlist. Also wenn das euch interessiert, wenn ihr eine gute Plattform für gute Filmmusik sucht, dann schaut euch mal Artlist an. So, und jetzt bin ich gespannt auf euer Feedback zu diesem Projekt, was wir hier gemacht haben. Gebt mir eure Kommentare, gebt mir gerne euren Like und ich freue mich natürlich über ein Abo. Ihr habt gesehen, das war ein bisschen aufwendiger, diesem Video, was wir da produziert haben und es waren etliche Drehtage, die wir da reingesteckt haben. Das war ein ziemlich aufwendiges Projekt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich bin wirklich sehr gespannt auf das, was ihr dazu sagt. Ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal und danke fürs Zuschauen. Bye, euer Rainer. Ciao.